So, ich melde mich mal wieder zu Wort. Und zwar drei Menschlichkeit, 2500 Seelen und fast eine Stunde später. Ja, ich mache jetzt mal hier kurz Pause, was das Farmen angeht, weil ich schon jetzt schon über eine Stunde aufnehme und irgendwann meine Festplatte voll ist. Deswegen machen wir jetzt ganz einfach regulär mal weiter. Also erst einmal werde ich meine Waffe verstärken. Mit den großen Scherben, die ich schon habe. Genau eine einzige fehlt. Werde das Leuchtfeuer entfachen. So. Dass mich eine Menschlichkeit kostet und werde aufsteigen. Und zwar Kondition. 5 Punkte in Kondition. So. Und jetzt machen wir erst einmal regulär weiter. Ich werde dann später den letzten Splitter, der mir noch fehlt, einsammeln. Ob ich das Zeitraffer oder ob ich das rausschneide, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. So. Wir wollen jetzt aber endlich zum Boss. Genau, hier am Wasserfall runter. Komm, dich töten wir. Du gibst uns den letzten Splitter. Und ja, man sieht, ich mache mit meinem Schwert einiges mehr Schaden. Nö, du gibst es keinen. Uah. Was willst du denn hier, Riesenratte? So. Kommt noch eine von euch? Nö. So. Schleim ignorieren. Die wollte ich gar nicht anvisieren. Ich wollte die Ratte hier anvisieren. So. Bei der Menschlichkeit, die wir jetzt eigentlich haben. Ja, das wollte ich eh noch ansprechen. Wie lange ich jetzt gefarmt habe. Und das mit 8 Menschlichkeit teilweise. Ich hatte eine Beutefähigkeit von 200%. Und trotzdem sind so selten Splitter abgefallen. Naja, sei es drum. Wir rufen uns jetzt erst einmal Verstärkung für den Bosskampf. Und zwar Ritter Soler. Und hier drüben Lautrek. Hier war ich ja bereits schon mal. Vor ein paar Folgen. Aber ich habe gesagt, wir müssen noch ein bisschen was erledigen, bevor wir uns um den Boss kümmern können. Und das bisschen, was wir erledigen mussten, war das Schwert hochskillen. So, für diesen Zweck habe ich das Graswappenschild nicht dabei. Da muss es halt ohne gehen. Bei diesem Boss besiegt man besser zweihändig. So, aus dem Menü raus. Und jetzt hier los, Jungs. Ab durch die Nebelwand. In eine kleine Cutscene. Dieser Boss ist etwas, naja, vom Aussehen her. Man denkt sich, oh, was ist das für ein kleines Köpfchen? Und dann kommt das hier. Hallo, großer, böser Klaffdrache.
Wobei mir die englische Bezeichnung von ihm etwas besser gefällt. Wow. Genau, jetzt stürmt er erst einmal drauf los und reißt gleich so leer um den Haufen. Und wir hauen ihm auf den Schwanz drauf. Bei Drachen in diesem Spiel kann man immer den Schwanz abhacken. Oh, wegrollen, wenn er den Sprung macht. Auch wenn er den meistens von uns weg macht, um sich in unsere Richtung aufzubäumen. Oh. Aua. Naja, das hat nicht besonders viel getan. So. Großaxt des Drachenkönigs. So, und jetzt geht es auf seinen Bauch drauf. Losgehauen. So. Er ist nicht schwer, der Gegner, der Boss, wenn er nicht gerade auf einen drauf springt. Wow. Ja, genau so nämlich. So. Seine Hauptstärke ist, dass er verdammt viel aushält. Und mich jetzt gerade gepackt hat. Oh, das ist neu. Ah, schnell wegrennen. Ja, und das Zeug da ist ungesund für unsere Waffe. Genau. Aber es hat nur unseren Talisman erwischt. Ja, Solaire ist gleich tot. Genau, töte Lautrek. Lautrek kannst du von mir aus töten. Ja, er springt ziemlich viel. War. Gerade. Hier bin ich. Aber wir haben ihn gleich tot. Auch wenn er uns nicht über den Haufen rennt. Und er hat Solaire ausgeschaltet, bevor ich ihn töten konnte. Also gibt es dieses Mal keine Medaille. Aber wenigstens ist der Klaffdrache tot. Und er hatte den Schlüssel zur Schandstadt dabei. Doppelmenschlichkeit, ein Heimkehrknochen. Und 25.000 Seelen. Ja, sehr schön. Ausrüstung. Und das war's dann auch hier schon mit den Sachen. Ja, großer Bossfight Room mit großem bösen Boss. Unser erster richtiger Drachenkill. Den Drachen auf der Brücke haben wir ja stehen gelassen. So, mit dem Schlüssel können wir nun hier rum. Zurück. Nach hier. An unserem neuen Händlerfreund vorbei und diese Tür hier öffnen. Denn hier geht's in die Schandstadt. Ja, dramatisches Türen öffnen. Schandstadtschlüssel benutzt. Den kann ich euch auch mal kurz vorlesen. Den hier haben wir schon gehabt, den Kanalschammer-Schlüssel. Schlüssel zur Schandstadt aus den Tiefen der Stadt der Untoten, der vor dem Klaffdrachen verschluckt wurde. Ja, was für ein Zufall. Die Schandstadt ist ein widerwärtiger Ort und selbst die Bewohner der Tiefen fürchten ihre Gefahren. In der Hoffnung, die Gefahren wegsperren zu können und in Sicherheit zu leben, haben sie dieses mächtige Tor gebaut. Naja, es ist schon ziemlich groß, das Tor.
Und es ist aus Eisen. Ja. Gut, hier würde es jetzt in die Schandstadt gehen. Wir werfen mal kurz einen Blick rein. Gehen aber nicht zu tief rein, weil wir sind noch lange nicht bereit für die Schandstadt. Für einen vergifteten, verpesteten, verseuchten Ort. Allein schon wegen den Jungs da. Ist der Ort schlimm? Ja, komm her. Den hier können wir austricksen, den ersten. Aber alle anderen sind schlimm. Ja, komm. Genau, jetzt stürzt er sich nämlich in den Tod. Das Problem ist, die Kerle da haben nicht nur einen ordentlichen Wumms, sie haben auch einen verdammt hohen Giftschaden. Und wir, das heißt, wir brauchen etwas, was uns vor Gift schützt. Und zwar nicht nur vor Gift, sondern auch vor Toxin. Weil es in der Schandstadt auch Gegner gibt, die sogenannten Toxinschaden machen. Toxinschaden ist schlimmeres Gift. Oh, was machst du denn hier? Ist schlimmeres Gift, was noch viel, viel mehr Schaden verursacht als normales Toxin, als normales Gift. Und nicht so leicht geheilt werden kann. Deswegen müssen wir uns jetzt mit einigen Sachen eindecken. Und noch einiges besorgen. So, erstmal wieder zurück zum Leuchtfeuer. Seelen ausgeben. Davon haben wir ja jetzt wieder eine schöne Menge. So, hallo Jungs. Schleime. Jupp. Erst einmal Ausrüstung reparieren. Man sieht schon, das Zeug ist alles sehr gut angeschlagen, dadurch, dass wir in der Gülle von dem Klaffdrachen standen. Auch unsere Rüstung, was ein bisschen teuer ist. So, aber der Rest, den benutzen wir jetzt erstmal zum Aufsteigen. Zwei Stärke und Geschicklichkeit. Und ja, uns fehlen keine 200 Seelen, die hole ich uns doch mal gerade. Und vielleicht in der Hoffnung auch den letzten Splitter. So, du weg. Und ja, das hier wird nicht die einzige Farmstelle sein, die ich zu befarmen habe. Klingt komisch. Es wird noch insgesamt drei weitere geben. Aber die sind dann nicht mehr so schlimm wie das hier. So. Na, man sieht schon, ich mache einiges an mehr Schaden, dadurch, dass ich jetzt das Schwert auf plus 9 aufgestuft habe und so und viel mehr Stärke besitze. Vorher habe ich ja mit einem Schlag nur 30 gemacht, jetzt mache ich 38 bei den Viechern. So. Und der letzte. Gut. Hatte leider nichts dabei. Okay. Dann machen wir jetzt noch den Stufenaufstieg hier. Und dann verrate ich euch kurz so grob den Plan, wie es jetzt weitergehen wird. Weil in die Schandstadt wollen wir noch nicht. Es gibt noch zwei Gebiete, die wir vorher machen wollen. Und zwar wollen wir als erstes endlich mal in den Finsterwurzgarten, also in den Wald, den richtig aufräumen. Da war ich ja nur mal ganz kurz, um Havels Ring zu bekommen. Und dann wollen wir noch in ein anderes Gebiet. Und zwar da, wo da auf dem Friedhof beim Feuerbandschrein entlang. Dort gibt es auch noch einige Sachen zu sehen. Aber vorher, wie gesagt, brauchen wir noch eine große Scherbe und ich hätte gern noch 5 grüne, bevor ich diesen Ort verlasse. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.